Willkommen zurück zu Donkey Kong 64 und ja, ich war in dieser Höhle drin und bumm, sie waren hier drinne. Es ist doch traurig, wie man einen ganzen Part verschwenden kann, um Bananen zu suchen und sie dann einen praktisch fast vor ins Gesicht gelegt werden, aber der dumme Mensch sie einfach nicht entdecken kann, weil er zu blöd ist. Ja, das ist hart. Dann machen wir uns doch mal ran an Chunky Kong. Der denn hier als nächstes ist. Jo, Chunky ist der nächste. Ich glaube, diesen Blaupause haben wir noch nicht aufgegeben. Das lese ich euch jetzt nicht vor. Jo, wir kriegen noch eine Blaupause. Jedenfalls bin ich heiß, Gil, weil ich nämlich die... Oh, ich hätte fast den Boxhandschuh ins Gesicht gekriegt. Oh, Banana. Ich krieg zwei. Oh, ah, für die Overworld. Und ich bin fest. 100 auf. Können wir euch anschauen. Raus hier. Dann haben wir jetzt mit ihm alles soweit completo. Ich kann auf den Dreierporter gehen. Nein, ich sollte nicht auf den Dreierporter gehen, weil ich dann an einem völlig blöden Ort spawne. Spawne? Erscheine meine ich natürlich. Ich habe mich geportet, nicht gespawnt. Bin ja nicht verreckt. Jetzt haben wir mir der coolste. Und mit dem offenen Mund. Ja, er ist halt ein Ringer. Und er schwimmt auch echt geil. Ich habe mal versucht, in Real Life so zu schwimmen. Man kommt keinen Schritt vorwärts. Es ist praktisch ein Akt der Unmöglichkeit. So, und dann ist hier noch ein Balloon. Das markiert... hier war doch ein Ballon. Bin ich gestört? Doch, er ist doch da. Jawohl! Dann haben wir das schon. Dann fällt uns nur noch Tiny Kong. Und dann sind wir komplett. Komplett. Jetzt können diese... Können endlich den Endboss angehen und die hässliche Welt für auf ewig vergessen. Ich weiß nicht, ob ich den Endboss auf Anhieb schaffe. Gucken wir uns doch nochmal die Statistiken an. Dir fehlen dann, dann haben wir alles. Aber wirklich alles. Voll. Oh, ich muss mit Lenky noch die Blaupause abgeben. Das ist nicht schön. Muss ich den Wasserstand runter machen, dass ich... Geh halt hoch. Müsste ich mal abklären. Die Nische ist da drüben. Ich hab... Krieg sie wahrscheinlich von hier drüben nicht, hä? Und kann die Munition... kann nicht ziehen. Jo, also ich muss den Wasserstand extra runter machen. Muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt... Wo hier überhaupt der Schalter ist. Wo ist er denn? Zuerst klopp ich den mal weg, weil er hässlich ist. Hey du! Deine Sonnenbrille. Geh mal weg. So. Jawohl! Ich kann den Wasserstand eigentlich auch niedrig lassen. Ich muss nur den Porter Nummer 3 finden und der ist bei Chunky. Ja, es ist doch schön. Weh, du blödes Schiff, du musst mir jetzt einen Strich durch die Rechnung. Der war knapp, aber stylisch. Und du kriegst einen ins Gesicht. Bums! Okay, wir haben alles voll. Alles. Alles ist voll. Ja, und wir können jetzt einfach rüberfliegen auf den netten, zum alten Mann. Wir können dann den Bananen... Was war denn das? Sag mal, was sollte das?
soll's. So. Dann zack. Und wir gehen jetzt hier schön drauf. Fallen aber nicht runter. Aber ich glaube, der einzige, der uns noch fehlt, ist der Langster. Dessen Blaupause noch fehlt. Dann Angst runterzufahren, kommt er nicht mehr hoch. Jo, dann kriegen wir hier auch noch eine Banane. Ah, das tat gut. Okay. Jetzt sind wir wieder bereit und dann können wir denn zum hässlichen Endboss und für immer ewig diese Welt vergessen. Oh, Banane. Das ist das erste Mal, wo ich Donkey Kong zu 100% durchspiele. Das heißt auch, dass ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben in dieser Welt alle Bananen habe und alle goldenen Bananen. Glaub, nein. Dann gehen wir doch mal Endboss aufschließen und haben dann Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß, ich will Fun, ich will Fun. Gehen wir da rein. Dass unter Wasser ist, dass da kein Wasser durch die Tür kommt. Und wir gucken uns nochmal die Statistik an. 100, 100, 100, 100, alles voll. Also wir können den hässlichen Mist vergessen für immer und ewig. Wenn es sie jetzt wieder nicht aufgenommen hat, dann drehe ich am Rad. Zack, 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 zack. Der hässliche frisst und dann, das Schöne ist, wenn er isst, wird er noch größer. Also das möchte ich auch können, je mehr ich mich reinfresse, desto größer werde ich. 150. Ich weiß natürlich schon, mit wem man diesen Boss machen muss. Ich weiß auch, wer der Boss ist und wie er funktioniert. Diddy, wir geben dem Chili-Bananen dem hässlichen. Aber mit dir war es mal wieder eine echte Qual. Schaut euch ihn an, wie schwul, wie er dazu danst, wenn er eine Banane gibt. Ja, vielleicht könnten die anderen Männer jetzt sagen, ich diskriminiere ihn. Habt recht, ich diskriminiere ihn wirklich. Hat nichts anderes verdient. Er wird immer wie größer. Je mehr der Typ in sich reinfrisst, pennst, desto größer wird er. Wie macht er das? Didi. Didi. Und das ist natürlich den, mit dem wir da rein können. Nämlich ein Langmaster. Und auf die Platte. Ich müsste eigentlich pinkeln gehen. Aber ich ziehe es jetzt durch mit voller Blase in einer Welt, wo nur von Wasser regiert wird. Ist schon echt hart. Ich habe nämlich eine Blase aus Stahl. Aber ja. Wir haben jetzt endlich den Endboss und wenn wir ihn besiegt haben, was ich hoffe, dass nicht so lange dauert, ich schaffe es, ohne 100-mal zu krepieren. Sonst, wenn ich nach 3-mal krepieren es nicht packe, mache ich ihn aufs Spiel. Und ja, ich will euch ja, ich habe euch schon gelangweilt mit Suche die Bananen, die kleinen. Ja, und jetzt bin ich mal still in die Atmosphäre. Oh, voll Mond, Twilight, wo ist Edward, wenn man ihn braucht? Edward, wo bist du? Hm? Oh mein Gott, ist das Edward? Ich höre was. Ich sehe ihn aber nicht. Edward, Edward, bist du es? Nein, er ist nicht. Vielleicht ist er doch da. Pimps. Oh mein Gott, es ist doch Edward. Oh mein Gott, ist er hässlich geworden. Ich wusste gar nicht, dass der Entzug von Kirsten Stewart ihn so hässlich gemacht hat. Aber ich habe vergessen, denn ich muss durch alle Sterne fahren. Er versucht mich natürlich daran zu hindern. Und jetzt kommen so Dinger hoch und mit dem muss ich ihn grillieren, weil er hässlich ist. Ich muss jedes Mal mit einem Zeitlimit durch die Dinger fahren. Die Steuerung klappt eigentlich ziemlich gut. Schade. Einer. Wo ist er denn? Der Stern. Wo ist er? Stern! Stern! Oh, er wurde grilliert!
von Wave zu Wave wird er auch böser. Also ich glaube, er schießt einmal mit seinen Kindern und dann macht er noch böse Mega-Bummer. Genau die macht er, um mich zwingend drüber zu hüpfen. Hört ja auch, wie er sich anhört. Ich wurde nur einmal gehittet. Schon das zweite Mal. What? Okay, er wurde grilliert. Schon zwei Treffer. Ich glaube, ich muss noch dreimal ran. Ne? Und es ist auch so, die Sterne werden immer kleiner. Und ich kann ja über seine Waves da drüber hüpfen. Aber manchmal ist es fast schlauer, ihn einfach zu ignorieren. Kriegst mich nie. Schon eine Melone verloren. Vorteilhaft. Ich fahre ein bisschen random. Ich kann mich also noch ein paar Mal hitten lassen. Oh, das war unfair. Konnte er das voraussehen, wo ich hinfahre? Ich glaube, da muss Sauberei im Spiel sein. Ich habe auch immer wie weniger Zeit, durch die Ringe zu fahren. Ringe und Sterne, meine ich. Er schießt mit seinen Kindern. Was ist denn das für ein Vater? Ein Rabenvater! Ich glaube, in der Schweiz ist das so gegangen. Das Rocker da drauf. Wo ist der Stern? Oh, er schießt wieder mit seinen Kindern. Wo ist der Stern? Jawohl. Und noch einmal. Okay, wir müssen den Stern suchen. Ich glaube ja. Geht am Rad. Wir haben 10 Sekunden Zeit durch die Ringe. Hör mal auf, Ringe! Es sind Sterne, Gottverdammt, Scheiße. Wo ist er denn? Irgendwie hat er Zielsuchen-Munition an. Musik ist aber episch. Wo ist der Stern? Weil wenn ich den Stern nicht finde in der... Ficken, sind sie alle drunten, also muss ich wieder von vorne anfangen. Also muss ich den Stern finden. Wo ist der Stern? Jetzt völlig am Rad der Mann. Wo ist er denn? Wo ist der Stern? Stern finden. Stern. Den letzten war ich, war es der letzte? Nein! Er schießt wieder mit seinen Kindern. Okay, aber er trifft mich nicht. Das ist schon mal von Vorteil. Beim letzten muss ich mir aber wirklich absolut sicher sein, dass ich ihn auch kriege. Irgendwie bin ich langsamer, wenn ich außen fahre. Kann seine Unterlippe so ausfahren, Mann. Wie macht er das? Muss ja ein Schlangenmensch sein. Und ja, ich bin etwas aufgeregt, denn ich muss ihn nur noch einmal hitten und er schafft es nicht, mich zu hitten. Deswegen ist das eigentlich ziemlich beliebt. Wenn ich nicht so schlank fahren würde, vielleicht ich mit den Sternen. Jawohl! Das letzte Mal und er ist down, der hässliche Fisch. Edward! Zieh dich zurück in die Untiefen von Twilight. Und er ist kaputt. Ja, deine Kinder zu verschießen hat auch nichts gebracht. Oh, ist das schön. Ich hab Edward zurück in Twilight geschickt. Ja, und ich kann diese hässliche Welt auf ewig verlassen.
Für immer und ewig kann ich dieser Welt auf Wiedersehen. Daneben. Nie mehr muss ich hierher kommen. Nur noch vielleicht in die Lobby, um dann die Banane zu holen. Aber sonst kann ich hier auf Wiedersehen sagen und dir sagen, fuck ich, du hässliche Welt. Du hast mich vielleicht mit Diddy kaputt gemacht und dem Robofisch. Und du wirst meine Seele nie mehr verführen. Okay, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, dann gehen wir mal rüber. Die Fledermäuse fliegen nicht gerne übers Wasser. Dann gehen wir mal zu unserem Freund. Der öffnet uns jetzt Welten, der nette Herr. Wow, oh mein Gott, ein Schuss weniger, endlich, nach tausenden Jahren. Wie kann der da rumhüpfen? Der ist nach oben gar nicht weit, nach oben hochgebaut. Und eröffnet mir jetzt die Welt Nummer 5. Pow! Hell yeah! Ich will eigentlich mal schauen, was ist eigentlich die Statistik auf der Oberwelt? 2, 0, 2, 3. Okay. Wie viel Zeit bleibt mir denn eigentlich noch? Ja, okay, nicht mehr so viel. Komm mal ein bisschen auf der Overworld. Warum bin ich eigentlich rübergeschwommen? Hab ich die Banane da hinten? Hab ich die schon geholt? Gehen wir mal suchen. Ich schwimme ja so gerne. Nein, okay, jedenfalls sind die Untiefen jetzt wieder sicher. Edward wurde kaputt gemacht. Ja, da war ich schon. Und hier regnet es immer. Das ist auch so ein Klischee. Bei den Bösen darf nie die Sonne scheinen. Die armen Kerle dürfen nie braun werden. Die müssen für immer hellhäutig bleiben. Wie viel habe ich? Habe ich jetzt gesagt? Habe ich mit ihm? 2. Ich glaube einen in der Lobby. Der hat gar keine. Der hat 3. Der hat schon mal 2 in die Blaupause. Jo. Was können wir denn noch so machen? Wir könnten ja mal versuchen, in der zweiten Lobby endlich an dieses Fass ranzukommen. Nein, könnten wir nicht, denn ich muss einen kleinen Schnitt machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die schönste Welt endlich anfangen können. Auf Wiedersehen.